bin bloß gerade ein bisschen hoch und komme nicht schnell genug runter. Mann, das fuckt mich gerade hier voll ab, ganz ehrlich. Sorry, wie gesagt. Ich kann nichts machen, nichts. Nee, wie? Komplett down oder liegst du noch da? Ja, ich kann jetzt hier gerade rumgehen, aber ich kann dir nicht sagen. Ein Meter. Ungelogen. Und auf mich wird geschossen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwo wird geschossen. Komm, ja. Doch einfach ESC respawn, dann bist du sofort tot. Ja, ganz ehrlich, habe ich auch gemacht. Ja, ändert doch nichts. Die 10-Minuten-Regel trifft doch sowieso ein. Ja. Also, Daboa und Markus sind definitiv tot. Ist jetzt noch irgendwer von uns in der Bank? Nein, eigentlich nicht mehr. Also ich auch nicht, ich stehe so gesehen ziemlich... Genau, da, hier ist die Freihunter. Oh, oh, ich bin... Wo ich jetzt drüber bin. Erwischt worden. Von wo? Ich weiß ja, es nicht. Ja, Teddy ist von irgendwo. Das ist der Scharfschütze, das ist der Scharfschütze, wie oft noch, der sitzt da noch im Turm. Ja, aber der Turm ist von uns aus nicht sichtbar. Warum bricht denn da ständig der Dietrich ab? Das geht doch gar nicht. Hier muss also irgendwo noch einer rumlaufen. Ja. Da wo der Manny gerade stand, von da aus hätte er ihn nicht treffen können. Der Turm ist hinter dem Haus. Chico kommt bald, kommt. Geh mal down. Dann brauche ich auch keinen Medic zu rufen, dann kann ich ja... Medic rufen, respawn. Einfach sterben. Medic rufen, respawn. Ja. Oh, ist Venom eigentlich behindert? Fliegt der direkt auf mich zu? Ja, lass einfach, dann stürzt er ab, dann ist er tot und du tot. Aber zumindest einer weniger. Ja. Ja, dann hau ich mal ab mit dem SUV, ne? Jo, mach das. Ja, wo bist du gespawnt? Wo bist denn du? Burgos. Bald wieder auf Markt zu. Warzen SUV geklaut. Wie gesagt, ich lenk Venoms ein bisschen ab. Verdammt, ich brauche unbedingt Dings. Der Tresor ist jetzt auch nicht auf, oder? Doch, der ist schon geknallt. Alles klar, also wir müssen eigentlich nur noch das Geld da rausholen. Geld rausholen. Richtig. Ohne Mist, Alter, die haben mich mit zwei Huntern zugestellt. Einer ist noch drin, also Boa. Nimm einen Spacken! Warum? Der hat gerade versucht, mitten im Flug auf mit fucking Rotoren zu landen. Mitten im Flug, mit 120 Kamera. Ja, und da musst du hochziehen. Da musst du leicht weil hochziehen, dann bitch Gegner. Er darf dich nicht rammen. Er darf dich nicht rammen. Ja, er darf aber auf meinen Rotoren landen. Nein, darf er auch nicht. Das gilt unter Rammen. Nee. Rotoren zählen nicht als Rammen. Die Diskussion hatten wir schon ganz oft. Ja, und Bullet hat es uns letztens endgültig gesagt. Aber nichts, wo ich mich jetzt ausrüsten kann hier. Verdammt. So, und jetzt mal bitte hier nochmal Ortsangaben oder generell Angaben. Vom Heli, bitte. Also ich bin raus, okay. Die 10-Minuten-Regel für mich, dann bin ich sowieso weg. Also... Warte, ich werde mal kurz nochmal... Also, der Scharfschütze im Turm, den habe ich jetzt in mir gesehen. Was eine Person jetzt von uns ist wieder aufs Gelände. Ein Dennis Hunter ist vorhin Richtung Polizeirevier gefahren. Wurde auch verfolgt von unseren Jungs vom Hunter, mit dem schwarzen Hunter hinterher. Ich blick jetzt nochmal über das Polizeigelände. Mal zu gucken. Da steht, beim Polizeigelände steht ein Ghost Hawk. Alter. Ein Polizei. Ja, zwei Polizisten tun sich gerade ausrüsten. Soll ich die. Da ist jetzt. Darf ich die zerquetschen? Von mir aus? Nein! Ich könnte die, wenn was die... Hast du? Scheiße, wo ist Venom? Auto kaputt gemacht. Mach unter mir. Nein. Alter, bitte lande schnell, Hummingbird, dann bin ich auf seinen Rotoren. Bullet ist gar nicht mehr hier drinnen, ne? Der ist auch gegangen. Warum? Weil er so weg muss. Der steht auch neben mir. Weil er was musste? Er muss weg. Muss er so weg, oder nicht? Er meinte, er muss weg. Alter. Die sind alle. Nee, der ist mit Bullet, der ist mit Chico reden. Weil die haben was gemacht, was nicht erlaubt ist. Die haben die Wände eingefahren, Fahrzeuge kaputt gemacht, das steht. Ja gut, nee, aber Wände einfahren, mein Gott, wie sollen die sonst aufs Gelände kommen?
Auf legale Weise. Ich habe vier Fahrzeuge. Seid ihr hier auf dem Steg? Seid ihr das hier auf dem Steg? Alter, Venom zieht mit seiner Helm. Ich liege auf Boden und sterbe gerade. Ich werde so drauf gehen, ne? Seid ihr das hier auf dem Steg? Mhm. Und Venom macht einen fucking Rückzieher. Mach Harakiri, Decky. Kamikaze! Ja, mach. Ihr müsst egal. Auf GA aufpassen. Passt bitte auf GA. Ja, never holen die da sind VG, noch. Ja, die. Das sind, wenn ich mich nicht. GA sind das. Wenn ich mich jetzt nicht versehen hab. Sag doch GA, passt auf. Die helfen jetzt noch. Die stehen. Null. Ich hab grad Auto fast. Ich hab deren Helmet fast. Hunter fast in den Weg geschubst. Dippen! Oh, Venom, es ist so ein Spacken, ey. Ey, die Ficker schießen auf meinen Kakeli. Komm, klar wieder, Staff, klar wieder, komm. Ich bin einfach falsch gespawnt. Ja, ich aber definitiv auch. Daddy, gehst du jetzt ein Auto holen? Ja, aber was. Ich darf ja sowieso, bis ich da wieder rein darf, das dauert noch eine ganze Zeit. Ich dürfte wieder, aber ich hab keine Ausrüstung, keine Knifte, nichts. Alter. Dann zwei Helis gerade richtig nah aneinander vorbei. GLA-Leute fahren mit zwei Hunters rum. Ich will Venoms. Ey, das ist schon wieder so unfair, wie ist das? Darf ich auf deren Rotor landen? Ich darf auf dem Rotor landen. Also man darf auf dem Rotor landen. Okay, Versuche ich das mal. Ja, schießt halt auf mein Heli. Das ist halt Chico, aber... Scheiß drauf. Boah, wie viele Fahrzeuge da unten stehen, ne? Oh, tot. So, ich habe jetzt auch nochmal mit denen geredet halt. Peter, ich bin im TS, ne? Wegen den Fahrzeugen halt, ne? Das war total Käse. Das hat ja eigentlich gar nichts gebracht. Aus dem Grund, wir haben jetzt ADAC drinne, ja, und dann ist das mit dem RAM total die letzte Scheiße. Wir hätten das nämlich sowieso nicht mehr geschafft eigentlich. Weil die haben uns nicht die Chance gegeben. Indessen, wo sie die Fahrzeuge weggerammt haben, hätten wir alle abschießen müssen, dann den ADAC rufen müssen und dann wären die Bullen wahrscheinlich hundertprozentig wieder alle da gewesen und hätten wir alle nochmal erschießen müssen. Bullet Main Rotor ist erlaubt, oder? Ja, ja. Let's go. Ihr seid immer noch im Krieg? Ja. 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 Fuck, ein Millimeter! Bullet, du weißt doch, aufgeben ist nicht. Na sehr gut, dann komm ich auch nochmal. Jetzt hat Bullet doch noch Lust. Ich bin im Söldnerlager und hab mir jetzt einen Hunter geholt. Ich komme jetzt auch gleich auch wieder. Die GA-Leute. Bullet, kannst du mir eine Knifte mitbringen? Jo. Mir vielleicht auch. Weil wir sind die. Wie soll ich das denn machen? Wie soll er das machen? Ich kann glaube ich nicht meine zweite Tasche stecken, weil ich gar nicht so viel Platz hab. Ah. Ich hab noch 3 Minuten, ich mach mich mal so langsam auf den Weg. Wo bist du denn, Jadi? Söldnerlager, ich fahr jetzt los. Aber ich hab ja auch fast 8 Kilometer vor mir, also. Ja. Ich mach nochmal Selbstmord. Wie wurde mal gesagt, 1-2 Minuten machen doch auch nichts. Na, man muss sich da schon ranhalten, sonst macht das ja auch alles keinen Sinn. Martin? Ja? Du kannst mit Druck kommen, ich will das mal erzählen, was der so mir erzählt hat. Ja. Nein! Das ist sehr, sehr interessant. Ich bin eh gerade nicht da, also ja, sehr gerne. Lol, mein Sprit war alle. Nein! Jemand hat auf mich geschossen und ja, dann den Tank getroffen einmal und dann geht der Sprit leer. Okay, damit hat sich das denn jetzt wirklich erledigt. Fuck! Ich meine, wenn also wir jetzt nicht mal mehr. Ich ärgere die immer noch, ne? Ich hab zumindest einen Polizisten mitgenommen. Also. Scheiße. Okay, dann heißt es jetzt rausholen, ja? Wenigstens noch die Überlebenden. Macht euch mal einen Treffpunkt, wo ihr seid. Ich komme hin und hol euch ab. Ah, toll. Jetzt haben wir umgebracht. Super. Deinen sind zwei Helis abgestürzt. Ja, deren Helikopter ist auch im Arsch. Wow, die Polizei ist gerade an mir vorbeigefahren mit einem desinkten Hunter. Ja, ich höre noch einen Heli, aber ich sehe den nicht. Der ist genau über der Bank. Ja, der rote bin ich. Tech, markier mal deinen Punkt. Ja, nur so.
und auf einmal war Sprit weg. Und dann Explosion. Also. Ein Hunter fährt weg. Die nächsten Tage heißt es wirklich. Farm. Der schießt hier aber auf jeden Fall noch. Ey, wer ist denn jetzt noch in der Bank? Ich bin drüber. Alter, das ist ganz ehrlich, okay. Ich sitze hier noch im Helikopter und wenn ich meine Maus bewege, sieht das so aus, ob ich mir einen runterholen würde. Ist denn jetzt noch irgendwer in der Bank zu Fuß unterwegs? Nein, ich komm gerade. Ja, okay. Ich bin gerade auf dem Weg zur Bank. Das ist Chico. Go. Fick dich, Chico. Alter, flieg halt weg. Feige Sau. Er wird geschossen. Oh, ja, ich war das, ich hab auf die Hecke geschossen. Alter! What the fuck war das? Das heißt, ich habe jetzt mal so einen Schaden von 200.000-300.000. Voll Scheiße. Ja. Ey, sei froh. Ich habe gerade 500.000 verloren. Einfach so an Ausrüstung. Ich habe 1,8 alleine durch den Hammett verloren. Gut, dass mir nicht der Ghost Hawk gehörte. Ja, der kostet 3,2. Der kostet 2,2. Ja, nee, stimmt gar nicht. Der Mohawk kostet 3,2. Ach komm. Egal, scheiß drauf, Alter. Ich fahre mit dem Hunter jetzt auch nochmal rein. Ja. Nein. Ich hab noch 4 Minuten. Dolphy der Führer. Dolphy. Oh Gott, oh richtig so. Solche rechtsradikalen Namen. Mit Ben nimmst, jetzt bettel ich mich mit Chico. Solche rechtsradikalen Namen oder die wir vorhin auch hatten und so immer gleich waren. Sowas kann ich. So, also habe ich kein Verständnis für, echt nicht. Ne. Wo ist Chico hin? Ich weiß nie, wo der ist, ne? Da hinten. Vor allem, weil es auch so relativ scheiße zu sehen ist gerade. Chico lockt mich immer mega weit nach unten, sodass die anderen dann auf mich schießen. Aber die treffen einfach nicht. Ja, ich meine, das sind Polizisten. Tech, wo ist denn noch einer? Wo ist denn noch einer? Chico ist unter mir hier. Aber sonst ist noch Sabor da oder so? Ja, weiß ich ja nicht. Ja, einer müsste mich aus dem Rebellenlager holen, da kann ich auch wieder mit. Ja, Chico, schrotte deine Hellcat. Los, Chico, schrotte sie. Geht das so weit, bis alle... Theoretisch ja, bis alle wirklich gleichzeitig down wären. Dann wäre eigentlich theoretisch Ende im Gelände. Bis keiner mehr darf. Bis alle pleite sind. Ja, oder so. Man kann es auch als Krieg bezeichnen. Also dauert bei mir auch ein bisschen lange, bis ich pleite bin, ne? Ja, Peter kann am längsten spielen. Ja, was kann man? Peter darf am längsten. Wieso, wie viel hat denn Peter? Ja, immer noch 18 Mille. Millionen. Oh. Kannst du mal eine Mülle abgeben? Ja. Fahr selber mal. Oh, ich versuch mich an. Scheiße, Alter! Mann, die kommen von zwei Seiten, was soll man da machen? Man muss immer zu zweit gehen, Leute. Ich darf noch nicht, erst noch 3 Minuten. Mann, ich bin jetzt raus komplett. Nein! Ich bin jetzt auch komplett raus, Alter. Weil ich morgen früh raus bin. Boah, wieso schneidet sich der auch so schwer? Nee, ich bin aus dem Bankraub weg. Ich bin dreimal gestorben und dann war es also nicht. Leider nicht überleben. Oh. Wo ist Chico die Sau? Dahin! Der ist nicht über mir? Der ist nicht unter mir? Wo ist der? Ich habe ja auf Anzeige immer noch so Hunter die ganze Zeit aufploppen. Ja, das ist... Da ist ein ADAC... Nee, das ist kein ADAC, da ist irgendein Ding in Sport oder sowas. Wer ist hier? Wer ist hier mit dem SUV? Roter? Ja. What the fuck? Ich. Okay. So, ich heiz da jetzt gleich rein, ne? Mitten im Flug, wild, hätte ich mich eigentlich verarschen. Ey, guck mal vor der Bank irgendwie. Wie hat er dich im Flug rausgesnipert? So? Ja. Alter, das ist hart. Mein Heli schwebt aber noch. Alter Schwede. Ich hab Autoschwebeflug angemacht. Warte, der Motor geht aus, die haben die Engine geschrottet. Ey, dürfen die Engine einfach rot schießen? Und jetzt stürzt sich ab und explodiert. Jo. Ist das erlaubt? Keine Ahnung. Also ehrlich. Das Ding ist hochgegangen.
Ja, bei mir geht hier gerade alles hoch. Dreimal irgendwas. Ja, ich bin direkt daneben. Ich bin pleite. Pleite. Wir hatten eure. Ist der Tresor noch auf in der Bank? Ja. Yes. Jungs, ist die ganze Zeit auf... von uns noch alles da? Ich fahr gerade auf dem Tresorgelände. Ich fahr gerade auf dem Tresorgelände. Ich muss mich mal abholen. Nice. Wie viele Bullen sind noch da? Weil nimm so viel mit, wie du kannst. Ausnutzen. Ich weiß nicht, wo die sind. Wenn ich aussteige, kann ich auch direkt tot sein. Ich fahr mal hier im Kreis und guck mal, ob jemand kommt. Du. Na, komm schon. Ey, warte aber nicht zu lange. Sonst nimm so viel mit, wie du kannst und hau wieder ab. Ja, ich weiß aber nicht, wo die sind. Teddy muss ja hier irgendwo sein, wenn er nicht rausgesnipert hat. Ja, ich war auf 400 Meter Höhe. Da kann ich mich von überall gesnipert haben. Ich hole gerade mein ganz letztes Geld, um mich wieder zu treffen. Jardi, sonst geh von hinten in die Bank. Okay, ich werde vom Hunter gerammt. Mit was fährst du? Hunter. Gegen SEK-Chef, okay, das wird jetzt Hunter-Krieg. Ja, der Sabor, der ist ausgestiegen, die haben mich gefistet. Die sind von zwei Seiten gekommen, deswegen muss man immer zu zweit gehen in sowas, bei so einer Situation. Ja. Da muss man immer zu zweit sein. Wie kann ich denn das Zeug rausholen? Guck mal, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, die sind oben alle in Dreier-, Vierer-Trupps aufgeteilt, okay, und zwei Fünfer-Trupps. Kann ich nicht. Nicht? Nein, am ich kann nichts rausholen. Ja, ich war doch am Safe. Ich kann nichts rausholen. Okay. Komisch. Wo ist Bullet eigentlich hin? Bart, okay, ich hab SEK. Ich hab Chef geflippt. Hunter geflippt. Nice. Wo ist der? Der steht neben mir. Jemand muss bei uns mal nach Bellenlager abholen. Der ist aber gar nicht im TS irgendwo. Hunter ist geflippt, zwei steigen aus. Wo ist denn hier im Rebellendings die Garage? Der Kuppel. Ah. Oh, Kacke. Manny, bist du in der Bank? Mhm. Pass auf, die kommen auf dich zu. Ich versuch's ein bisschen abzulenken. Aber Manny kann da scheinbar irgendwie nichts rausholen. Nein. Komm aber echt. Dann beschützt den Tresor rum. Als letztes geht die immer in den Tresor. Ich hab keine Waffe, Alter. Kann nichts beschützen. Scheiße. Oh, fuck. Hier, hol die mal ganz schnell hier weg, weil ich kann nicht mehr fahren. Will wer mit? Hallo, ich kann mal kurz überfahren werden von irgendwem. Beim Brennen. Manny, komm, steig rein. Komm, nimm dich. Ja, neben dir. Steig rein. Voll. Nee. Ja. Und da mein Auto. Okay, ich höre nehmen jetzt mehr in den Haus ab hier. Hier laufen immer noch drei Polizisten rum. Ich werde jetzt in meinem Wagen in die Garage stehen. Kann mich wer lotsen? Ich weiß auch, dass du einmal rumfahren musst, ne? Ja, kann mich wer lotsen? Ja, fahr erstmal gerade aus. Warum verletzt ihr Bullet? Hä? Du hast Bullet überfahren. Von Korni. Bin das eh mit dem Go-Kart gewesen, ne? Ich hab mir gerade kein GPS gekauft, ich weiß nicht, wo ich langfahren muss. Und? Ja, fahr einfach. Und ich hab mein ganzes Geld auf Tasche. Das ist ja noch geiler. Nee. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Ich bin eigentlich hier, ich bin hier drüben hergefahren. Ja, sind gar nicht hier im TS. Ah, aber im Spiel. Guck mal, kann ich noch, wenn, schwarz mal. Ja, ist ein Kumpel. Hier kein Dings. Markt muss ich getrennt. Vielleicht lebt er noch. Der steht ganz anders da, wo ich den erwischt habe. Lustig. Ja, Helikopterflieger. Wer ist der Helikopterflieger? Da ist er gestorben. Der Helikopterpilot bin ich gewesen. Jungs, ich hab's versucht. Ich hab noch den Hunter geflippt, aber da war leider dann nichts mehr zu machen. Die sind ausgestiegen, Waren zu zweit. Teddy war irgendwo noch. Ich konnte nichts aus der Bank rausholen, gar nichts. Ich würde aber gerne wissen, ob es legitim ist, die Engine von dem Heli einfach zu zerschießen. Tut mir leid. Das sehe ich gerade irgendwie nicht ganz ein. Ich hätte gerne nichts noch. Geht der Großtalk über das Rebellenlager weg? Oder geht der von alleine aus? Was? Der Heli. Warum geht der von alleine aus? Ja, die Engine war rot. Die haben die zerschossen, ich hab's ja gesehen. Hier war voll Randale am Kavalamarktplatz.
Oh Mann, ey. Aber wisst ihr was? Ganz ehrlich, Aufnahme und wir haben wieder gefailt, Alter. Jedes Mal, Alter. Hättest du nicht aufgenommen, hätten wir es easy geschafft. Ehrlich, ne? Egal was wir machen, ob wir welche überfallen, ob wir einen Bankraub machen, versuchen aus dem Knast auszubrechen, sobald wir aufnehmen, fail. 100 Pro. Deswegen habe ich auch einer der Gründe, warum ich nicht gesagt habe, dass ich jetzt anfange mit der Aufnahme. Verstehst du ja, du kannst ja deine Begrüßung immer noch nachträglich machen. Abgekackt, Alter, abgekackt. Ja. Aber ganz ehrlich, wisst ihr was? Scheiß drauf, Hauptsache hat Spaß gemacht und lustig war's. Ja, auf jeden Fall. Also außerdem habe ich einen Bullen erschossen. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier erledigt, oder? Alter, warum habe ich jetzt hier die chinesische Mauer vor mir auf einmal? Ja, weil die lang gezogen ist, ey. Warum stehen wir? Ich bin jetzt aber offline. Weg. Weil ich, wie gesagt, morgen früh raus. Wir fragen Leute nach dir. Welche Leute fragen nach mir? Stefan? Hallo. Warte, ich muss jetzt auf dem Spiel raus. Ach, ich bin noch in die falsche Richtung gefahren. Nevo Works, so. Oder wie auch immer der Typ hier heißt. Manny, wir müssen da lang. Okay, kein Ding. In Kavala, oder was? Ja. Okay, ciao. 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 So, jetzt geht einer nach dem anderen, weil sie alle Pests sind, somit schaffen wir es gar nicht. Wie viele Leute sind wir denn jetzt im PS? Wow, viel zu viele. Ja, für das. Alles los, Steffen? Ach, dann könntest du ja theoretisch umdrehen, oder wo willst du hin? Theoretisch ja. Alter, was ist gerade hochgegangen? Irgendwas ist gerade hochgegangen. Alter, wer ist denn der Helikopter da über der Rebellenbasis? Kopheli. Oha, Alter, jetzt suchen wir uns. Also ich hab nur Live-Regel. Ich bin auch immer weg, ne? Ich komm. Okay, hau rein. Es sind übelst viele Polizisten, Kavala. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich beende dann meine Aufnahme auch hier. Wir fahren jetzt zurück ins Söldnerlager. Aber, naja, ihr seht ja, die Mission ist mal wieder gescheitert. Bankraub ist einfach nicht so unser Ding. Vielleicht sollten wir doch lieber ein bisschen nett spielen. Wer weiß. Aber, Freunde, dazu mehr dann in der nächsten Session. Und wir werden uns schon was überlegen hier in Altis Live. Schöne Grüße nochmal von allen. Haut rein, euer Jardi. Ciao, Freunde. Das war, Freunde, der Versuch eines Bankraubes, der mal wieder absolut schief gegangen ist. Aber, naja, den Merli haben wir noch ausprobiert im Hunter. Das ist ja auch was. Den können wir uns ja jetzt kaufen als Söldner. Schön in Schwarz. Black Beauty heißt das Ding bei mir jetzt. So. Was gibt's noch zu sagen? Geld haben wir nicht bekommen, war ja klar. Wir haben eher Minus gemacht. Wie heißt es jetzt? Der Emmet von Tech ist kaputt. Wir sind tot. Ach, alle waren tot. Alle Fahrzeuge hin, mein Gott, das war scheiße. Naja, das müssen wir doch mal ein bisschen anders koordinieren. Dass die Polizisten aber unsere Autos also gleich gecrackt haben, war aber auch nicht ganz so fair. Also, naja, da muss man noch mal ein bisschen mit denen reden. Aber ansonsten war es witzig. Wir werden es natürlich nochmal versuchen. Nicht direkt jetzt in der nächsten Folge oder bei der nächsten Session, aber probieren werden wir es. Dazu aber mehr auf dem MyCortex Altis Live-Server. Die Adresse ist unten drin. Falls ihr mitspielen wollt, schreibt es einfach an und dann geht's los. Also bleibt dran, haut rein. Euer Jardi. Ciao. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle, choke a eagle, just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal. Plant thoughts in they mind just to defeat you. Ice Cube is a saga. Y'all spit saliva and I spit lava. I got the fearless flow. Don't get near this hoe if you scared to go. I keep it gangsta. And why should I change that? Fuck you old motherfuckers trying to change rap. Say what? But ain't you the same cat that sat back when they brought cocaine say back? Say what? I'm trying to get me a Maybach. How you motherfuckers gonna tell me don't say that? You the ones that we learned it from. I heard nigga back in 1971. So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nappy-headed hoe, ain't nothing to it. Gangsta
gangster rap made me do it. Made me do it. If I shoot up your college, ain't nothing to it. Gangster rap made me do it. If I rob you of knowledge, ain't nothing to it. Gangster rap made me do it.